Carlos Sainz weiterhin auf der 1. Er konnte seinen Vorsprung am letzten Rennwochenende ausbauen, aber das würde nicht jedes Rennwochenende machen können. Vielleicht hier in Silverstone gegenteilig. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2018. Der große Preis von Großbritannien. Wir haben neue Teile bekommen. Schon erstmal auf die Nachrichten. Die eisblauen Reifen, die weißen und die gelben. Die Bremsen wurden klein verbessert und der Energiespeicher. Teile werden gewechselt und das sieht jetzt im Verlauf wie folgt aus. Renault hat sich wieder nicht verbessert. Red Bull hat sich verbessert, Force India hat sich richtig stark verbessert. Im Grunde haben sich Mercedes und Renault nicht verbessert. Ja, so einfach kann man es sagen. Den Rest sieht man da. Und so sieht's nochmal in den einzelnen Abteilungen aus. Gut. Unser Vertragsziel haben wir auch schon mit dem letzten Rennwochenende erreicht und können wir uns jetzt voll auf dieses Rennwochenende in Silverstone konzentrieren. Willkommen in Silverstone, der Heimat der Formel 1 hier in Großbritannien. Wir rechnen damit, dass die Wagen in Kürze zum heutigen Training auf die Strecke kommen. Stefan, wir befinden uns an einem schönen Schauplatz, der sich allerdings über die Jahre drastisch verändert hat. Wie gefällt dir Silverstone im neuen Gewand? Der alte Kurs hatte viel Freude bereitet. Aber mir gefällt das neue Layout auch. Die neue Abbey ist schneller als vorher und irgendwie fehlte dem Kurs immer ein eher langsamer technischer Abschnitt. Die Kurven bei Village und Loop liefern genau das. Also ja, ich bin ein Fan und dazu bietet das neue Layout mehr Überholmöglichkeiten. So ein Quark. Einfach mal so einen Raum geschmissen. Chris hat dir wahrscheinlich von den neuen Teilen aus dem Werk erzählt, oder? Jetzt sind sie alle montiert und einsatzbereit. Ich hoffe, sie erfüllen ihren Zweck. Das hoffe ich auch. Musste gerade eben nochmal nachschauen. Ich hatte noch eine andere Soundeinstellung drin, deswegen war das jetzt nicht so, wie es sein sollte, aber gleich mal korrigiert. Erstmal das Wetter. Teamziele. Die kommen gleich. Also erstmal stark bewölkt, ja, das haben wir schon gesehen. Das wird sich auch weiterhin durchziehen. Na, wird es nochmal Regen geben? Es wird nicht freundlicher. Regnen soll es jetzt auch nicht direkt. Nö, gar nicht. Nö. Stimmt, es gab keine Wettervorhersage. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Wieder ein nasses Rennen. Stimmt, die Wettervorhersage gab es auf dem Arbeitsplatz, am Arbeitsplatz nicht. Okay, wer's mal Bescheid? Teamziele Sektor 2 und 3, Spitzengeschwindigkeit, geringer Treibstoff und der DRS-Test. Flügelsalat auf 5-2 bitte. Und hier gehen wir auf 7 und 8. Dann können wir auch schon rausgehen. Halt, ich guck nochmal kurz. Okay, wir ändern dein Setup. Der Zeitunterschied zwischen den Reifen. Wow. Sekunden. Da macht sich jemand rausfahrbereit. Und wir fahren die Streckenakklimatisierung auf den eisblauen Reifen. Wir fahren die zum letzten Mal. Letzte Saison bei F1 2018. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden durchangehen. Und die Reifenfarben hat Pirelli ja für die 2019 Saison reduziert auf Weiß, Gelb und Rot. Aber im Pirelli-Lager werden die nicht umpinseln, aber da haben sie die Härtegrade, die wir 2018 schon haben, auch weiterhin 2019. Werden dann bloß mit Buchstaben und Zahlen versehen. C1, 2 und so weiter und so fort.
Macht also keinen Unterschied, wird bloß für den Zuschauer und ja, für alle anderen undurchsichtiger. Aber hey, ist uns ja nicht neu. Letzter Bericht. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Letzter Bericht. Im Moment droht kein Regen, die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Je nachdem, wann der Regen einsetzt, könnte man entsprechend mit anderen Reifen fahren. Das werden wir dann vom Rennen aus machen. Nochmal die aktuelle Teilabnutzung. Energiespeicher und Verbrennungsmotor sind gelb, aber das sind ja auch nur unsere Trainingsteile. Dann wollte das Heck rum. Ich hoffe, es liegt nicht an der Fahrzeughöhe, die wir eingestellt haben. Sondern eher noch an den Temperaturen. Gucken, wie es nächste Runde sein wird, ganz besonders in Kurve 1. Spitzengeschwindigkeit schon erreicht. Ach, hier kommt das ja gleich drum. So, jetzt wird's interessant. Fühlt's schon nicht so gut an. Der Wagen wird aber nicht zu niedrig sein, oder? Ich werde es weiter im Blick behalten. Wenn wir gleich wieder Kops fahren, dann haben wir den nächsten Anhaltspunkt. Jetzt sind die Reifen ja schon mal einen Ticken wärmer. Womöglich stelle ich den Wagen nochmal höher. Erstmal müssen wir die Streckenakklimatisierung aber schaffen. Wir haben nämlich schon einiges an roten Punkten in dieser Runde. Schaffen wir nach Grün, mal gucken. Nee. Scheint mir noch etwas zu langsam zu sein. Also nach langer, langer Zeit mal wieder eine zweite Streckenakklimatisierungsrunde. Jetzt habe ich hier auch noch nichts Rotes geschafft, was ich ja vorhin, glaube ich, schon zweimal geschafft habe. In diesem Streckenabschnitt. 9 Zehntel schneller. Hier war es vorhin auch rot, ne? Sekunden schneller. Und verpasst. Ja, ich werde den Wagen nochmal höher stellen. Aber mit dieser Runde sollten wir das schaffen. Ich habe einen Hauch zu früh gedrückt, Mist. Jawohl, grün in der Tasche. Hoppala. Ja, Wagen kommt gleich drum, da werde ich noch höher stellen. Zwei denn.
fast ein Zehntel schneller. Blöd angefahren. Aber es war noch grün. Geht's eh noch Rundenzeit jetzt, wo ich grün in der Tasche habe? Eine große Sicherheit kann ich hier nicht wiedergeben in den Kurven mit dem Auto. Da fühle ich mich noch nicht wohl. Leclerc und Vettel sind vor uns. Das ist nicht katastrophal, aber ist auch nicht wirklich gut. Insofern müssen wir da noch etwas feinjustieren. Siebte Muster nicht, ja? Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Start aus dem Kollege. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Gleich mal 18 schneller wegen Arena. Wegen diesem neuen langsamen Abschnitt. Neuen Anführungszeichen. Neun Zehntel schneller, also zu etwas weniger. Fahrer vor mir. Vettel liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 30,5. Update beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,31,9. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Schnellste Runde insgesamt. Die schnellste Runde bis jetzt lag bei 1 Minute 28,5. Okay. Gleich mal notieren. Ich weiß schon wieder gar nicht, was ich für ein Kürzel hatte für die eisblauen Reifen. Ich glaube, wegen Eis habe ich eh genommen, weil blau geht nicht. Das ist was anderes. Also das B. Wobei ich schreibe sonst nie irgendwie B oder I auf im freien Training, weil wir da gar nicht fahren. Aber ich habe jetzt einfach mal E für eisblau geschrieben. Habe ich auch in der letzten Saison geschrieben und da waren wir eine halbe Sekunde schneller. Auf den eisblauen 31,4. Na, diesmal langsamer. Jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,31,9. Das Reifensparen fahren wir jetzt auf den genau weißen. Alles bereit. Können wir loslegen. Auf Station ist gerade niemand. So, mal gucken, wie das auf diesen Reifen wird. Fahrer vor mir. Jean liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 31,3. Start aus dem Kollege.
Und Status Konkurrent? Tut uns leid, aber diese Information können wir dir gerade nicht geben. Schnellste Runde insgesamt. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1,28,4. So, aufgepasst, sind die Reifen schmutzig. Aber der Wagen fühlt sich ja nicht wirklich besser an. Immerhin haben die Reifen jetzt mehr Temperatur als vor, jetzt gleich eine Runde. Hier fühlt sich der Wagen jetzt besser in der letzten Kurve, als noch mit den Eisblauen. Hier fühlt es sich auch besser an. Auch wenn da noch etwas Unsicherheit mitfährt. Sieben Zehntel schneller und die Reifen sind schon lila. Jetzt fühlt sich der Wagen schon mal besser an. Wird eingelenkt und hier macht der Wagen keine Spirenzchen mehr. Ich glaube, das war's jetzt. Jetzt passt. Ich kann auch richtig schön in die SS reinfahren. Das ist eine gute Grundlage. Darauf lässt sich aufbauen. Zeitlich jetzt 13. Vorlauf. Und im letzten Sektor verliere ich tendenziell noch was. Gas geben. Auf den Wagen kann ich jetzt vertrauen. Nein, wow, okay, gerade so. Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Ja, jetzt liegt der Wagen ruhig. Ich glaube nicht, dass es an den eisblauen Reifen lag, sondern eben noch etwas am Setup. Fast eine halbe Sekunde noch mal schneller. Verstappen hinter uns. Wenn ich jetzt mehr Vertrauen in den Wagen habe, gehe ich auch jede Kurve einen Ticken schneller an. Weil eben das Vertrauen da ist. Jetzt fast 6 Zehntel schneller. Jetzt fast 7. Na, sag mal 6,5. Fast 6,5. Jawoll. Es läuft jetzt. Jetzt werden wir warm. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Schnellste Runde insgesamt. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1 Minute 27,9. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Zu schnell. 29,5 werden über eine Sekunde schneller fahren können. Ich gucke schon mal nach den Stints der letzten Saisons auf den Trockenreifen, wenn es dann im Rennen regnen soll. Wir sind auf den weißen in der letzten Saison bis Runde 16 gefahren. Wir sind auch schon mal 15 Runden auf den weißen gefahren und in der ersten Saison sogar bis Runde 17 auf den weißen. Also 16, 17 Runden sind drin. Ja, und hier in Silverstone fahren wir ja 26 Runden, ne? Ich glaube 26. Und dann 10 Runden auf Inters? Mal gucken. Hat Alonso eine Zeit gesetzt? Offenbar nein. Noch 1,5 Sekunden hinter
dem Hülkenberg. Alonso ist unterwegs, aber hat noch keine Zeit im ersten Sektor. 29,5. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Sainz Junior, Hülkenberg und Fernando Alonso. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Man könnte auch auf ganz Nummer sicher gehen und mit den eisblauen Reifen starten. Und dann fährt man halt, bis der Regen einsetzt und das garantiert. Wenn man dann wechseln muss und der Regen erst ganz spät kommt, vielleicht kommt aber auch schon gegen Rennhälfte. Deswegen sind die Weißen da, glaube ich, etwas sicherer. Und wenn die halt noch etwas auf sich warten lassen, die Regenwolken mit dem Regen, dann fährt man halt die Weißen noch länger, solange es nur irgendwie geht. Hauptsache kein weiteren Boxenstopp, denn die Boxengasse ist jetzt ziemlich langsam. Verplempert man eine Menge Zeit. Ja, unsere Teile sind auch sehr angekratzt, deswegen sind wir auch nicht so schnell. Aber der Wagen liegt jetzt in der Kurve gut und damit kann ich was anfangen. Benzin sparen auf den gelben bitte, Dankeschön, und rausfahren. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus, die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erstmal ein paar entspannte Runden. Na, vor allem sollte ich nicht den ganzen Sprit aus dem Auto rausholen. Na? Die Sonne scheint, der Mechaniker wird schon förmlich braun in den paar Sekunden, in denen er draußen war. So, dieser Hugel ist ja sehr gemein bei der Boxenausfahrt. Du kannst dir den Wagen verziehen. Reifen quietschen erstmal fleißig. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Na, das ist ja beinahe Hinterreifen im Kies gewesen. Da hat nicht viel gefehlt. Gleich meist keine Abfangübung, falls das im Rennen mal passieren sollte. Und immerhin haben die Reifen jetzt etwas den Bautor gewonnen. Das ist jetzt aber auch etwas unverhältnismäßig. Ich hoffe nicht, dass das 2019er Rennen in Silverstone das echte, das letzte in Silverstone sein wird. Der Vertrag läuft ja bloß bis 2019. Und Silverstone will ganz klar bessere Konditionen haben. Was ja auch Sepang wollte und was unter anderem damals nicht gegeben war. Ich hoffe, Silverstone bleibt. Gehört einfach zur Formel 1. Klar. Gerade Silverstone. So, besonders Benzin sparen in den S's und halt früh hochschalten. Das ist in Silverstone schwierig, das Benzin sparen. Ich guck mal, ob ich das besser hinbekomme. Alles in der Vergangenheit. Schon 3,5 Zehntel Rückstand. Wenigstens erstmal ein grüner Erfolg sichern. Grüne Ressourcenpunkte. Jetzt gebe ich erstmal Gas, kriege ich eh nicht mehr lila diese Runde hin. Jetzt sehe ich erstmal zu, dass ich dieses Grün hier sichere. Es wird schon schwierig genug mit dem letzten Sektor. Vorhin haben fast 4 Zehntel nicht gereicht. Jetzt habe ich bloß 2 Zehntel Vorlauf. Oi, oi. Reicht nicht. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal.
muss er noch viel mehr Gas geben. Immerhin bin ich schon mal 4 Zehntel schneller als meine letzte Runde, und das wäre schon was heißen. Damit könnten wir es schaffen. Aber den Vorsprung darf ich jetzt bestenfalls nicht verlieren. Wenn wir noch 4,5 Zehntel Vorsprung auf der eigenen Bestzeit, wird sogar noch mehr. Weit innen. Mit einem verbesserten Benzinverbrauch lässt sich hier aber auch gut sparen, merke ich. So, 14. Vorlauf ist sicher erstmal grün. Gut. Nein! Runde war nicht gut. Du musst dich noch verbessern. Jetzt bin ich ein Zehntel langsamer. Muss eine Zehntel am Ende der Runde einfach schneller sein als die letzte schnelle Runde. Das war 2000, scheiße. Schon 2 Zehntel läuft schon auf die eigene Bestzeit. Weniger gelupft, ich werde einfach nur grün haben. Lila schaffe ich jetzt nicht mehr. Bleibe ich im 6. Nein! Das wird nichts mehr. Scheiße. Also grün war locker drin, aber ich hab's nicht die Reihe bekommen. Lila war jetzt auch nicht so weit weg, aber dafür hätte ich einfach mehr Präzision, mehr Genauigkeit, ja, Präzision, Genauigkeit an den Tag legen müssen. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Hätte ich mir auch ein Wort sparen können. Okay, aktuell sind wir Erster, aber die Ressourcenpunkte haben wir jetzt liegen gelassen, wird uns nicht das Genick brechen, keinesfalls, dennoch ärgerlich. Zweit nach außen muss da mal kurz lupfen, aber das reicht nicht. Oh, Nase leicht geärgert. Nein, das da. Aber der Wagen liegt jetzt gut. Die Reifen sind ja auch besser geworden, aber allen voran diese kleine Einstellung da bei der Fahrzeuge. Bei der Fahrzeughöhe, die war entscheidend. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Startsystem, Kollege. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Fahrer hinter mir. Vettel hinter dir. Die beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 29,0. Allerdings auch mit weißen Reifen. Aber ist ja auch nur ein Ferrari. Mittlerweile nur.
mal schauen, ob wir dann eine Zeit notieren können, wenn wir das Stromspann abgeschlossen haben, ob Alonso dann schon eine Zeit gesetzt hat. Fertig. Ja, denk schon. Ich hoffe, ich kann mit den weißen Reifen jetzt schneller fahren als mit den gelben gerade eben. Bei den SS werde ich ganz viel Lupferei wegnehmen. Ja, die Reifen sind jetzt härter, aber ich denke mal, das könnte bei plus minus null rauskommen. Die nächste gezeitete Runde bei uns. Zumal ja noch gut Zeit in der Runde drin steckte. Bei Stadt hier ist gerade niemand. Dann können wir ja einfach rausfahren. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Status zum Kollege. Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Status Konkurrent. Tut uns leid, aber diese Information können wir dir gerade nicht geben. Fahrer hinter mir. Vettel liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,29,0. Immer noch. Ich denke mal, mit den Formel 2 Autos wird Silverstone nochmal einen Ticken mehr Spaß machen. Weil die S's dann etwas herausfordernder werden. Mittlerweile kann man da ja so viel Vollgas geben. Vor und in den S's. Ist ja was ich hier bei F1 2018 nicht am Spiel, sondern einfach an den Autos bemängelt habe, dass man da jetzt einfach so reinpfeifen kann. So, Strom wird erst auf der DRS-Geraden mehr ausgegeben, und zwar die ganze Runde. Knappe Viertelsekunde langsamer, aber jetzt kommt er noch Strom hinzu, der das wieder etwas mehr ausgleicht. So, war keine gute Kurve. Das war auch keine gute Durchfahrt hier. Letztens 13 Rückstand. Strom ist lila. Es wird noch mehr lila werden, wenn ich nicht umschalte. Jetzt sind es 13 Rückstand, der Vordermann ist weit genug weg. Hoffe ich doch. Dann haben wir Vorsprung, weil keine Lupferei mehr. Ich komme ja echt beschissen raus. Jetzt haben wir noch einen minimalen Windschatten. Strom wird doch enger als gedacht. Und Dreck mitgenommen. Aber auf die Zielzeit mehr als genug Vorsprung. Mit den weißen schneller als mit den gelben. Super. Aber da lag noch viel Zeit drin. Hui. Da war Wiese im Spiel. Nicht zu knapp. Ricardo auf den weißen jetzt vor uns. Fahrer vor mir. 28,0. 13 schneller kann ich aber auch noch schneller fahren. Nur rundenzeitmäßig. Wenn die Reifen noch etwas wärmer sind, bin ich auch noch mal einen Ticken schneller und allen voran, wenn die Teile noch besser werden. Fühle mich also gar nicht so schlecht gewappnet. Status Teamkollege. Wie viel Vollgas man in die SS mit reinnehmen kann, ist es schlimm. Alonso will, dass wir hier keine Zeit notieren. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen.
Naja, in T3 sind wir wenigstens wieder so lange unterwegs wie bisher noch gar nicht mit den 5 Runden Rennstrategie und eben dem Qualifying-Tempo. Zu schnell. Mann, ist die Boxengasse lang. Sam. Weil man schon so früh den Tempobegrenzer reinknallt. So früh. Wenn man das mal mit Singapur vergleicht. Oder auch Hockenheim. Spielberg ist auch nicht lang. Kanada ist halt das Extrembeispiel. Da kürzt man ja mit der Boxenausfahrt sogar ab. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,28,3. Ja, Alonso hat noch keinen Bock. Er steht auch noch in der Garage. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Alonso, Ocon und Daniel Ricciardo. Das war's da mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Alonso jetzt mit den weißen Reifen ganz vorne, aber die Renault haben sich sehr zurückgehalten mit den eisblauen Reifen. Fast nur 7 und eine Sekunde Rückstand auf unseren Mitspanier. Also mit Teammitglied. Mitstreiter. Eine Mischung aus Spanier und Mitstreiter. Über 500 Ressourcenpunkte. Und wir gehen ins dritte Training. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Diesmal können wir auch mit der Rennstrategie zu Beginn, bevor wir das Rennen angehen, noch mehr mit anfangen. Aber es wird halt noch regnen. Das macht's wieder etwas. Bringt's wieder etwas durcheinander. Okay, wo fahre ich auf Fett? Ich denke mal Ausgang Arena. Bis Ende Hangar Straight. Jo, machen wir's so. Wenn's dann im Rennen regnen soll, dann geben wir womöglich etwas weniger Sprit aus. Strom werden wir mehr als genug ausgeben können. Und dann muss ich nicht wie in Spielberg die ganze Zeit auf Fett fahren, wobei das hat mir schon geholfen. Das Heck war kein Problem. Mit meiner Stromeinstellung konnte ich das gut in den Griff bekommen und eben natürlich mit dem Gaspedal spielen. Und so waren wir halt auf der Geraden schneller. Hat uns womöglich eher an unseren Vorderleuten drangehalten. Aber so oder so haben wir einen guten Rückstand auf die kreiert. Das könnte hier in Silverstone dann nochmal etwas extremer werden. Freue ich mich ja schon, wenn es nass sein wird hier, wenn ich die Strecke verlasse. Haufenweise Verwarnung bis hin zur Strafe. Mit dem leichten Auto ist der 6. Gang wunderbar. Wenn man jetzt noch die Wiese in Ruhe lassen würde, wäre es noch besser. Aus der Box kommt erstmal niemand. Ups. Das heißt, mal Zeit gut machen. Für den letzten Sektor brauche ich wieder so meine obligatorischen 4/10. Besser werden 5 oder 6. Noch ein
Zeit Rückstand gehabt. Jetzt sind wir wieder im grünen Bereich. Und zu früh eingelenkt. Über eine Sekunde Vorlauf. Okay, das passt. Außer ich verkack's jetzt so dermaßen. Es war wieder nicht gut, für zu weit nach außen kommen. 27,7. Zehntel Vorlauf. Und zweiter Außen. Was, wie, jetzt keine Verwarnung? Was ist denn da kaputt? Jetzt sind die Reifen nochmal einen Ticken wärmer. Zweiter Außen. Kommen nämlich nicht mehr gut in den Scheitelpunkt rein. So, hier liegt auch noch etwas Zeit drin. Wieder zweite, rechts. Halbes Zehntel Vorsprung. Aber auch hier hinten liegt noch Zeit. Ja, der fünfte war Quatsch. Nämlich hier liegt Zeit. Dennoch bin ich 200 langsamer. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Wieder die 3 Zehntel schneller. Sind sogar 3,5. So, jetzt nicht so weit nach außen tragen müssen. Und da sind schon 4,5 Zehntel. Na, sag mal 4. Jawohl, jetzt passt das hier wieder besser. Dennoch Zeit verloren. Wir sind unter 4 Zehntel geraten. 1,6 Sekunden auf die Zielzeit Vorsprung. Drei Zehntel schneller. 37,4. Ein Boxenausfahrer. Ausfahrer. Zwei Zehntel Rückstand, Mist. Zehntel. Nur noch 2. Und im 6. geblieben. Jetzt hier auf keinen Fall auf die Wiese kommen. Ansonsten, ja, geht's rund. Und ein Zehntel Rückstand.
Jawoll! 600 sind nochmal rausgeholt. Genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Jetzt bin ich warm geworden. Ups, zwei denn? Ach du Kacke. Bottas hinter uns, dann kommt Alonso. Die 13. werde ich wohl nicht mehr finden. Länger am 7. geblieben, jetzt komme ich aber hier viel zu weit nach außen. Da gehe ich lieber dick vom Gas, ansonsten geht's dick in die Wand oder einfach ins Gras. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Und Alonso hat schon eine Zeit gesetzt, juhu. Start aus dem Kollege. Fernando im Moment auf P3. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 28,1. 28,1 auf den auch gelben, weißen Reifen. Ich bin bereit, mir eine Alonso-Zeit zu notieren. 28,1 steht schon mal. Was sagt denn der Reifenabnutzungsfaktor? Na? Der liegt bei 0,75. Alonso Bestzeit im letzten Sektor. Ist das die dritte und letzte freie Trainingssession des Wochenendes. Wenn wir unser Qualifying-Programm durchführen wollen, was ich dringend empfehle, ist das unsere letzte Chance. Oh, Alonso sitzt hinter uns. Also im ersten Sektor verlieren wir 2 Zehntel auf Alonso. Im zweiten Sektor gewinnen wir 9 Zehntel. Und im dritten Sektor verlieren wir knappes Zehntel. Mittelsektor, was ist das? Naja, alte Stadt Zielgerade, beziehungsweise Ausgang aus Brooklands, Luffield und Woodcourt. Stadt Ziel ehemals, Cops, Einfahrt in die SS Maggots und Baggots, die Hangar Strait. Ja. Und eben bloß der Anfang davon. Allen voran die SS werden es sein. Okay. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Also jetzt muss ein 1,26er her. Wenn es sehr gut läuft, ein 1,25er. Weil die Reifen werden jetzt eine halbe Sekunde schneller sein. Mit dem bin ich vielleicht auch nochmal ein Zehntelchen schneller als ohnehin schon. Und dann noch die Modi aufdrehen. Und vor allem beim Strom können wir richtig Gas geben. In der letzten Saison haben wir ja schon massiv viel gespart. Das wird jetzt nicht großartig anders sein, jetzt wo der Wagen noch mehr Strom sparen kann. Der weiße Balken ist der Knackpunkt. Wie eigentlich so immer. Ich konnte ja mal rennen in Spielberg. Ich fahre jetzt schnell nach rechts. So. Ich konnte ja mal rennen in Spielberg durchgehend im Strommodus 5 unterwegs sein. Weil die Strecke halt auch nicht so lang ist. Da haben wir ja, weniger Meter, auf denen wir die gesamte Ladung verbraten können, als zum Beispiel in Spa. Fahrer hinter mir. Das ist Fernando hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,27,9. Oh, er hat sich verbessert.
Abstand zum Vordermann muss noch ein Stück größer werden. Hinter uns ist gerade niemand. Dann ist es entscheidend, kommt jemand aus der Box oder nicht. Blöd oder nicht. Der Abstand zum Vordermann passt. Vor ihm ist noch ein Toro Rosso, die halten sich hoffentlich nicht zu sehr auf. Hülkenberg jetzt hinter uns auf den Gelben. Aus der Box kommt niemand. Die Reifen sind jetzt noch nicht so gut temperiert wie die weißen am Ende, aber kriegt man schon gebacken. Fast eine halbe Sekunde schneller. Zweit in Mist. Noch sehr viel weißer Balken da. Jetzt wird innen angefahren. Schnellster zweiter Sektor. Jetzt kommen wir 2 Sekunden schneller. Jetzt kommt er aus Indien näher, Mist. Ich bin hier wieder zweit außen gewesen. Programm abgeschlossen. Lila 26.2. Ich habe in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und zeige dir die Zahlen. Mit 25 aber locker drin. Mann. Schon ärgerlich, aber wir sind schnell. Fahrer Weißer hinter mir. Sainz hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 27,5. 27,5, 1,3 Sekunden hinter uns. In der letzten Saison bin ich vor Alonso gelandet. Obwohl ich meinen Fahrfehler drin hatte. Allein deswegen schon, weil ich trotz des Fahrfehlers vor ihm bin, die KI-Fahrstufe nochmal um 2 Stufen höher gestellt. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Das macht pro Runde auch nochmal 2,6 Sekunden aus. 0,26 Sekunden, so rum. Ich habe ihn wieder. Was? Wen hat er wieder? Den Deckel meiner Flasche. Der ist mir ausgebüxt und hier hinterm Lenkrad, hinterm Mikrofon, ist der nur sehr schwer wieder einzufangen. Und eine offene Flasche bis zum Ende dieser Folge hier herumstehen lassen am PC, das... Nee. Ich hatte als Kind ein sehr einschneidendes Erlebnis. 26,2. Aus gutem Grund schon, weil ich eben als Kind ein sehr einschneidendes Erlebnis hatte. Mein Freund Fanta und mein Freund Keyboard haben sich nicht vertragen, als ich sie einander vorgestellt habe. Und seitdem, es war wirklich sehr früh, ich glaube, da war ich 4 oder so, bin ich ganz bedacht mit Flüssigkeiten und Technik. Na, immerhin habe ich was draus gezogen, was Lehrreiches.
So, jetzt habe ich aber meine Zeit noch nicht notiert, aber die ist recht einfach zu notieren. Punkt vergessen. Sieht denn das aus? Auf den gelben Reifen der 26.2. Und Alonso hat sich auch nochmal verbessert. 27.9 mit den weißen Reifen. Gut, ist notiert. Jetzt müssen noch die Teile getauscht werden. Da werde ich wohl die Spielbergteile nehmen. Achso, 320 von 335 Ressourcenpunkten. Schnell noch was zu den Reifen. Wir müssen die zwei am meisten abgenutzten Sets am Ende dieser Session zurückgeben. Sie sind dann sozusagen für immer weg. Also überlege dir gut, wie du das einsetzt. Benutze keine Sets, die du später noch brauchst. Das Benzinsparen und dieser eine Sektor haben uns die Höchstpunktzahl verbaut. Beziehungsweise ich habe die mir verbaut, das hätte ich alles schaffen können. So ist es ja nicht. Gut, hätten wir das auch. Soweit, so bereit. Jeff. Oh, und Alonso fährt raus, oder? Kommt der gerade rein? Alle Sektoren gehören uns, das wundert mich jetzt aber auch nicht. Mit der Zeit, mit dem Vorsprung, den wir haben. Der nächste auf den gelben ist Hülkenberg, aber der ist alles andere als vollgefahren. Vielleicht ist er voll getankt gefahren, wer weiß das? Alonso gerade auf der 4 und da steht gerade in der Garage. Die beiden Renault, die fahren gerade. Gerade, gerade, gerade. Genug mit den ganzen Geraden. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Der Eismann, Alonso und Carlos Sainz Jr. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Vettel war nochmal auf den eisblauen Reifen und Alonso ist nochmal bis auf eine Dreiviertelsekunde auf seinen weißen Reifen angekommen. Allerdings gescriptet. Das Training fing mal wieder nicht so gut an, aber ich wusste wieder, woran es liegt. Den Eisblauen gebe ich da keine Schuld. Ich arbeite einfach mit der Fahrzeughöhe hier in Silverstone im Grenzbereich. Gerne gehe ich da so gut es geht runter, aber wenn mir dadurch ein Wagen instabil in der Kurve liegt, dann bringt uns auch ein niedrigerer Schwerpunkt einfach gar nichts. Und schnell waren wir am Ende auch. Also passt das doch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.